Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront. Wir machen jetzt weiter. Was heißt weiter? Es hört sich so an, als wenn wir eine Story weiterführen. Wir zocken jetzt noch eine Runde. Kampfwalker ist Soul. Was zur Hölle? Was ist das für ein gemischte Scheiße? Ich weiß auch nicht. Denn, ja, Leute, ey, wenn ihr noch irgendwie Vorschläge habt, was ich euch noch zeigen soll, dann ballert es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Denn für mich haben wir jetzt schon die interessantesten Modi haben wir abgehakt. Denn ja, Jägerstaffel wird halt einfach, also das, wo man jetzt nur mit den Flugzeugen durch die Gegend segelt, erklärt sich auch eigentlich beim Namen. Das wird halt, ich kann es mal zocken, so ist halt kein Problem. Also wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare ballern. Aber es wird halt, ja. Es wird halt demütigend für mich, Mann. Ich kann's halt einfach nicht. Das haben wir ja jetzt schon mehrfach gesehen. Ich kann's halt einfach nicht und deswegen weiß ich nicht, ob das so geil ist zu sehen, weil ich meine, so schon nicht so gut. Ich meine, es geht eigentlich, es hält sich so die Waage, dass ich zumindest hilfreich bin, so ein bisschen fürs Team und nicht eine Last. Aber bei Jägerstaffel, der Spaß, glaube ich, auch bei mir. Da bin ich einfach nur unnormal scheiße. Deswegen, aber wenn ihr es gerne sehen möchtet, haut's rein. Ansonsten. Ja, Fracht spiele ich nicht, den kennen wir aus der Beta, den wisst ihr, wie der ist. Frachtbergen, der ist einfach super langweilig, finde ich. Was haben wir denn noch? Was war denn da noch? Da war noch irgendwas. Irgendwas war da noch. Moment. Boah, wenn das Spiel nicht so lange dauert, können wir danach ja nochmal gucken. Dann gebe ich euch nochmal einen Überblick. Ansonsten haben sich, wie gesagt, so die Modi herauskristallisiert, die mir richtig Bock machen. Das ist dieser hier, Walker Assault. Auf jeden Fall Helden vs. Schurken. Boah, der war richtig krass letztes Mal. Habt ihr die Runde gesehen, die war sau nice. Und Vorherrschaft. Das sind so die drei Modi, die mir echt Bock machen. Und natürlich könnte ich mir ganz gut vorstellen, hab das halt Standard. Wie heißt denn der Modus hier? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wo man einfach Team Deathmatch mäßig so die Leute wegballert. Ich will hier nichts sagen, aber ich habe gerade einen abgeballert. Der erste Kill, Alter. Was geht denn jetzt ab? Alter! Rücken zu ihren Ablenkstationen vor. Werde ich doch noch ein Fliegerass? Werde ich etwa doch noch ein Fliegerass, den zweiten zerstört? Was geht denn jetzt ab, Alter? Ich bin ja vielleicht doch der Bett. Alter, bin ich. Ich bin, glaube ich, so krass wie Luke. Im Fliegen. Ich glaube schon. So ein bisschen. Nicht mit mir, Junge. Whee! Ja. Täuschungsmanöver! Boah. Fahrzeug beschädigt, immerhin. Ich hab den nächsten besiegt! Was geht hier ab, Alter? Was ist denn jetzt los? Ich hab nicht geübt! Boah, Junge! Jetzt bin ich tot. Alter, was geht denn jetzt ab? Huhuhu. Alter, was geht denn jetzt ab? Sorry, ja. Aber das hat mich schon ein bisschen gefreut. Na gut. Also wie gesagt, wir gucken nach der Runde gerne nochmal rein. Das habe ich ja auch angesagt vor ein paar Videos. Dass ich doch vielleicht mal eine Runde Korb mit einem Kumpel aufnehmen würde. Das habe ich auch gemacht. Die Runde ist auch super geil, lustig und so weiter. Das Problem ist allerdings, wir haben das aufgenommen mit einem Mikrofon, mit Ausrüstung, die eigentlich nur für mich geeignet ist. Also das habe ich perfekt abgestimmt, dass es für mich in Ordnung geht. So. Aber mit zwei Leuten ist es halt nicht so geil.
weil man hört dann den einen halt nicht so wirklich geil. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich das Video raushauen soll, weil man versteht wirklich nichts. Teilweise, man versteht wirklich gar nichts. Und wenn man das lauter stellt und so weiter, so ein bisschen, habe ich schon versucht rumzufriemeln, so das schön einzustellen, um mal irgendwie was rauszuholen, so. Das kannst du vergessen, ey. Das ist halt schade, ey. Die Runde war so unnormal lustig. Da war der Granatengott Johnny wieder am Start. Warte mal, wir müssten eigentlich einen Namen finden für... das wäre natürlich nur auf Star Wars spezifisch. Aber die Flieger... krasse Scheiße, die ich ja gerade abgeliefert habe, die war schon ziemlich krasse Fliegerscheiße. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht. Na, mir fällt jetzt nichts ein. Ja, muss ich gucken, ey. Die Runde war super lustig, ey. Vielleicht versuche ich da irgendwie so ein Best-of draus zu schneiden, weil manche Situationen, wo wir uns dann abgefeiert haben, weil es so lustig war, die hört man denn. Muss ich gucken. Vielleicht kann man auch einfach eine neue Runde aufnehmen, weil der Koop-Modus, also diese Wellenmodus, ist auch gar nicht so schlicht. Mal gucken, mal gucken. Wir haben ja noch Zeit, Also, ich habe ja, wenn die Unterstützung weiterhin so gut ist und die Leute gucken, also ihr guckt immer noch schön fleißig zu, so wie es aktuell einfach der Fall ist, dann kann man auch das länger durchziehen. Muss ja jetzt nicht nur ein paar Tage sein. Aber das ist ja halt immer so das Ding, das sackt dann immer so ein bisschen ab. Ich bin da mal gespannt, sobald der Release da ist, gehe ich mal davon aus, dass dann einige nicht mehr zuschauen. Das ist meistens so. Deswegen müssen wir mal gucken, einfach. So. Ansonsten stimmt, eine Sache. Stimmt. Über ein, zwei Sachen konnte man nochmal reden, denn. Alter, was geht denn ab? Hab ich einen Triple Kill gemacht? Ich bin Granatengott schon. Ich bin es einfach. Habt ihr das gesehen? Fliegermäßig gehe ich ab, granatenmäßig gehe ich ab. Was ist denn hier los? Das ist voll der geile Part irgendwie. Stimmt, beim letzten Mal habe ich ja drüber geredet, den könnte man noch reinholen an Figuren und so weiter. Ich habe ja gesagt, dass ich gerne Yoda gehabt hätte. Da haben viele geschrieben, was ja auch stimmt, dass Yoda ja gestorben ist und dass er in der neuen Trilogie ja nicht so eigentlich fit war. Er war ja schon ein alter Sack. Gut, das mit dem alten Sack, das argumentiere ich eher als, er ist ja gestorben. Weil, wenn ihr jetzt danach geht, dürften wir Palpatine auch nicht sehen eigentlich. Und wir dürften auch Darth Vader nicht so sehen, wie er jetzt hier auftaucht, wie er jetzt hier gezeigt wird, weil, naja, ihr wisst ja, was passiert ist. Also wenn man danach geht, dürfte man die beiden auch nicht so sehen in der Form, wie sie hier sind. Palpatine eigentlich gar nicht, der ist ja auch darunter gestürzt. Und der Ding ist ja auch eigentlich, oder? Ist ja egal. Wie heißt der andere? Der ist auch abgestürzt. Na Junge, den ich so geil finde. Na hier, Boba Fett. Den dürften wir auch nicht sehen eigentlich. Der ist ja auch in dieses Loch gefallen und weg war er. Soweit ich gehört habe, ich weiß es nicht, soll es irgendwann mal eine Rückkehr gegeben haben von denen in Büchern, aber das zählt ja auch nicht mehr zum Kanon. Das hat ja Disney gesagt, das zählt nicht mehr dazu. Also, wenn das Argument ist, dann dürften die beiden ja auch gar nicht dabei sein. Beispielsweise. Also das Argument zieht da nicht. Das ist ein Spiel, Yoda ist beliebt, ich will Yoda sehen. Fertig. Ganz einfach, das ist mein Gedanke dabei. Also ich finde Yoda geil. Ich finde auch Obi-Wan geil. Von mir aus auch in der alten Version, auch wenn er zwar tot ist in dieser... so geistermäßig dann am Ende. Ja? Aber den könnte man auch reinbringen. Ich möchte Obi-Wan sehen. Ich möchte Chewbacca sehen. Ich möchte Yoda sehen. Ich möchte von den neuen auf jeden Fall Finn sehen. Wer, was weiß ich, was der auch noch drauf hat. Ja? Muss ja irgendwie auch auf jeden Fall mit dem Laserschwert abgehen, sobald man den Trailer gesehen hat. Ich will die alte sehen. Ich will BB-8 sehen. Nein, Spaß. Wäre mal cool irgendwie. Mit BB-8 durch die Gegend zu rollen. Ja, und ich will natürlich auf der bösen Seite hier Kylo Ren und wie heißt der andere? Mit dem heftigen, mit diesem Truppler, den Namen habe ich mir noch gar nicht drauf geschafft.
Ich hab den getötet, den Helden. Ich bin der Beste, wir haben verloren. Geile Sache. Oh Mann. Na ja, gut, das Match hat ja auch angefangen. Vielleicht hätte ich ja am Ende dann meine 20 Kills gehabt. Alter, der Typ hat 69 Kills. Habt ihr das gesehen? Oh, du Kacke. Na ja, gut. Also da gibt es schon einige Helden, die ich gerne sehen würde. Und von der alten Trilogie sowieso, der alten, sag ich schon, der neuen. Aber ich weiß gar nicht, ob die neue irgendwie noch reinkommt, werden die auch nachgeliefert? Oder nur von dem Star Wars 7 Film? Weil da kommt ja bald die erste Map davon. Wäre natürlich cool, wenn die neue Trilogie auch mit reinkommt, weil da gibt's schon eine interessante Sache, muss ich sagen. Ja. Gibt's schon Sachen, die ich gerne sehen würde. Wie geil wäre es, Darth Maul zu spielen? Muss ich sagen, wäre nicht schlecht. Wäre nicht schlecht. So, alles klar, warte mal. Also, Multiplayer. Gehen wir nochmal kurz durch. Also, Kampfläufer kennen wir. Droiden-Alarm, den könnte man nochmal ausprobieren. Mit den drei Droiden, die sich bewegen und die erobert werden müssen. Abwurfszone. Haben wir gezockt in der Beta? Finde ich langweilig, ehrlich gesagt. Jägerstaffel muss ich mich revidieren. Ich bin der Beste. Da könnte man trotzdem mal gerne reinschauen. Gefecht ist halt, laut der Beschreibung würde ich mal deuten, dass es Team Deathmatch ist. Fracht. Oh, warte mal. Abwurfszone. Doch, Abwurfszone haben wir gespielt. Fracht steht. Die Fracht des Gegners wäre wie eure eigene Schutz. Das klingt laut der Beschreibung für mich eine Variante nach Capture the Flag. Und Capture the Flag spiele ich so schon mal überhaupt nicht gerne eigentlich. Und alleine erst recht nicht. Also das ist auch, glaube ich, nicht so das Ding. Ja, und dann endet es ja schon. Heldenjagd haben wir gemacht. Helden vs. Schurken, super geil. Die können öfter zocken, wenn ihr Bock habt. Ja, also Jägerstaffel und Ruinenalarm können wir mal reinschauen. Und Gefecht können wir auch gerne mal reinschauen. Also weiß ich nicht. So, Missionen. Ja, Missionen können wir natürlich auch noch das eine oder andere machen. Und mal mit, ja, Leia ausprobieren. Das können wir mal machen. Ansonsten haben wir alle. Außer Leia halt bisher. Stimmt, das könnte ich ja vielleicht sogar direkt beim nächsten Mal machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Auf Endor. Boah. Endor, geile Map. Hab ich die schon gezeigt? Ich hab sie auf jeden Fall schon für eine halbe Runde gezockt. Habt ihr die schon gesehen? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Die ist geil, das ist meiner Meinung nach die grafisch allergeilste. Gut, vielleicht zocke ich einfach mit Leia auf Endor. Mal gucken beim nächsten Mal, mal sehen. Also, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ansonsten kann man sich ja dann irgendwann einpendeln. Walker Assault, Herrschaft oder Vorherrschaft, Heldenjagd, immer so abwechseln, wenn ihr da Bock drauf habt. Gut, ansonsten danke fürs Zusehen und wir hören uns dann beim nächsten, wenn ihr Bock habt. Haut rein. Tschüss.